Volkswagen zieht alle Aktivitäten für die Elektromobilität in Sachsen zusammen. Warum gerade in Sachsen? Nicht alle Aktivitäten, Entwicklung bleibt hier. Wir haben eine Batteriezellenforschung erst vor kurzem hier im Raum gegründet. Wir bündeln die Elektrofahrzeuge in Sachsen, weil wir durch die Bündelung zusätzliche Produktivitätsvorteile gewinnen und die Kompetenz eben auch zentralisieren können. Sachsen ist eine sehr hochqualifizierte Mannschaft, hat tolle Fähigkeiten, hat jetzt in Dresden auch schon am Elektrofahrzeug geübt. Deswegen setzen wir auf Sachsen. Welche Rolle spielt die Elektromobilität überhaupt für den Volkswagen-Konzern in den nächsten Jahren? Elektromobilität spielt für uns eine große Rolle. Ausgehend von China wollen wir Marktführer in den Elektrofahrzeugen werden. Sachsen spielt dabei für Europa die herausragende Rolle. Unser Werk in Mosel, dort werden wir Elektrofahrzeuge ab 2020 sehr schnell und in kurzer Reihenfolge hochfahren und in den Markt bringen. Sie kennen die Diskussion, auch die Kanzlerin hatte das Datum 2030 für den Ausstieg von Verbrennungsmotoren bereits einmal ins Spiel gebracht. Rechnen Sie damit, rechnet der Volkswagen-Konzern damit, dass der Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2030 ein Auslaufmodell ist? 2030 ist ein weit in der Zukunft liegender Meilenstein, sehr schwer dort Vorhersagen zu machen. Es wird sehr stark von den politischen Regulierungen abhängen. Es wird wahrscheinlich Volkswirtschaften geben, die den Verbrennungsmotor dann ausschließen. Ich glaube schon, dass der Verbrennungsmotor noch eine lange Zukunft hat. Er wird immer effizienter, wird auch sehr sauber werden in den nächsten Generationen. Ich gehe davon aus, dass wir auch in 2030 noch Verbrennungsmotoren haben werden. Herr Dr. Diess, ich bedanke mich recht herzlich für dieses kleine und kurze Interview. Vielen Dank. Herr Boss.